So. Das klappt schon. Dann ist Marvin gestorben. Gerade im Clip, oder was? Ja, ich weiß, welchen Clip du meinst. Du meinst... von The Beast Inside. Das war ein Horrorspiel, wo ich da über auf diesen Holzplatten da rüberspringen wollte. Und dann habe ich gedacht, ah, klappt schon. Und runtergefallen. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. So. Erfolgreich aus dem Zaubereiministerium geflohen. Total souverän, ohne Probleme. Hätte man auch nicht anders von mir erwartet. I know. Und jetzt haben wir Dean Thomas gehört. Das ist ja komplett anders als im Film. Heilige Scheiße. Was für Dean Thomas? Es gibt jetzt keinen Dean Thomas in dieser Situation hier. Sieht das Spiel irgendwie anders so ein bisschen. Okay. Wirke den 4-Punkte-Zauber. Yo, ich wirke den 4-Punkte-Zauber. Der hilft einfach null. Danke für gar nichts, Spiel. Der versteckt sich irgendwo. Ah, doch, jetzt auf einmal. Da, schaut mal. So, hier können wir noch was machen. Ich will nicht sprechen, ich will das aufsammeln. Hier hatten wir noch irgendwas gerade. Moment, da. Oh, da auch noch. Was ist das denn? Die Doxizid. Na klar. Hier auch nochmal. Nee, doch. Doxizid. Ah, jetzt bewegt er sich. Okay, hier lang. Haben wir noch irgendwo was zum Sammeln? Ich kann mir vorstellen, dass hier auch noch mal irgendwo eine Truhe ist mit einem Tagespropheten oder mit einem Klitterer oder so. Irgendwo. Hier. Garottengas. Jo, wie wir auch die ganzen explosiven Tränke jetzt an dem verworfen haben, so richtig sinnbefreit. Hm, ärgerlich. Naja. Okay, ich finde nichts mehr. Ich glaube, mehr gibt's hier tatsächlich gar nicht. Okay, darauf erstmal ein Fisherman. Da, 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 da. Das war ein Kobold. Was will Dean mit einem Kobold? Griphook! Griphook! Sei leise, oder willst du, dass sie uns erwischen? Okay, bin mal gespannt. Wie gesagt, ist ja komplett anders als im Film. Aber muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Mal schauen. Wie die das mit der Story hier verpacken. Hallo. Ja, die sind nicht böse. Die greife ich nie an. Oh, die sind böse! Yo! Doch nicht Dean, Thomas und Griphook oder was? The fuck? Wie falscher Weg. Kein falscher Weg. Treffen die nicht, die sind zu flink. Wie, das ist nicht die richtige Richtung. Der 4-Punkte-Zauber hat uns hingeführt. Ja, das ist der richtige Weg. Hör auf, Kacke zu labern. Die Nervensäge weg. Warum sagen die, das ist nicht der richtige Weg? Okay. Der 4-Punkte-Zauber hat immer recht. Oha! Wo, ein Troll? Wo denn? Oh, da, eine Spinne. Da. 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 Oh. Oh mein Gott, wo kommen die her? Okay, Ron ist sich sicher. Mhm. Da lang. Dann gucken wir mal kurz, was sich hier noch versteckt. Ich hab dich gesehen, du Spinne. Oh, wie viele?
Hau ab! Hey! Oh, oh. Hier war doch nur eine, oder nicht? Versteckt die sich noch? Irgendwas krabbelt hier noch rum. War nicht? Krabbel, krabbel. Nö. Aber hier muss irgendwas, irgendein Sammelobjekt sein. Ja, sonst richtig Quatsch, wenn ich. Okay, es ist egal, wo wir lang gehen, aber wir kommen hier nicht rüber. Hä? Warum gibt es denn dann überhaupt diese Passage hier? Ja, jump da rüber, komm. Hopp. Hopp. Protego! Merkwürdig. Super! Wie konnte man denn nochmal schneller laufen? Ach so. Ach so. Oha. Warum denn so viele Spinnen? Wir sind gar nicht im verbotenen Wald. Auf wen? 250 Gegner besiegt. So ist es. Auf wen denn? Da kommt noch einer. Super. Unsichtbare Wände. Ja, da ist er irgendwie nicht rübergekommen. Also Ron und Hermine sehen da noch irgendjemanden da oben. Ich weiß nicht, wen oder was sie da bekämpfen. Hauptsache, sie sind beschäftigt. Piss dich. Ach, jetzt kommt ihr nach, ja? Ron immer noch da beschäftigt? Ach, da ist er, okay. Wir sind ihnen auf jeden Fall näher. Ja, gut. Inventar voll, heilige Scheiße. Da. Da wollten wir gerade rüber, aber irgendwie ging das nicht, ne? Aber es ist auch irgendwie dann keine Truhe oder so liegt. Mit einem Sammelobjekt, mit einem Klitterer, Tagespropheten oder wenigstens so ein Symbol der Heiligtümer des Todes oder so. Keine Ahnung. Warum sollte Dean einem Kobold folgen? Todesser hassen alle, die nicht menschlich sind. Vielleicht verstecken sie sich beide vor ihnen. Da gehen die beiden, okay. Hat echt so ein bisschen was jetzt hier ab diesem Teil von Uncharted, oder? Nur halt in Harry Potter-Style mit Zauberstäben. Hat aber echt ein bisschen was davon. Läufst du rum, so in so Waldgegenden, keine Ahnung, und kommen 150.000 Gegner und es hört nie auf. Und wir haben unbegrenzte Munition. Hallo, triff ihn. Gut. Da ist er. Jawohl. Inventar voll. Ach, der liegt. Wo ist er? Da sind neue gekommen. Nate als Harry, genau. Und Nate ist Harry in dem Fall. Oder, ja. Nur, dass halt dieses Spiel hier nach einem Film programmiert wurde. Und Uncharted ja nicht. Uncharted ist ja, gibt's ja, soweit ich weiß, gibt es Uncharted auch als Film? Ich habe keine Ahnung. Soweit ich weiß, nur als. Als Videospiel. Aber das hier ist ja eigentlich einem Film nachempfunden. Ja, Level 11. Bin gerade im Leviosa. Nachempfunden und, also diese Passage, die wir jetzt hier gerade so haben. Die passt halt einfach null zum Film, was mich halt so ein bisschen wundert dann an der Stelle. Aber mal gucken. Aber ja, wenn man jetzt natürlich an der Stelle nur komplett nach dem Film gehen würde, gäbe es ja für den Spieler so gesehen nicht wirklich viel zu tun, ne? Weil im Film versuchen die dann halt an der Stelle einmal das Medaillon zu zerstören, was ja nicht funktioniert. Ja, und laufen halt durch die Geschichte rum, durch die Welt rum und... Naja, versuchen halt irgendwie weitere Hauptstücke zu finden. Was aber auch eher semi-funktioniert. Am Anfang zumindest.
müssen wir denn hin? Hier, ne? Zauber können verwendet werden, um Hindernisse wegzuräumen. Ja, aber brauchen wir doch gar nicht. Wir können doch dran vorbeilaufen, hä? Oder doch nicht? Ach, doch nicht. Da brauchen wir bestimmt Expulse, oder? Ach, die machen das schon für uns. Ja, herrlich. Wir lassen für uns arbeiten, Leute. Wir lassen einfach die Greifer für uns arbeiten. So. Oh, ja, noch nicht ganz, okay. Nicht ganz. Okay, dann brauchen wir bestimmt Expulso dafür. Ja, fast. Wo ist Expulso? Ups, Entschuldigung. Na, ja, mit Expulso funktioniert das. So. Stirb. Aua. Alle in Sicherheit bringen. Alter, lass mich durch. Oh mein Goodness. Oh mein Goodness. Okay. Gesundheit, Dankeschön. Jo, wo rennt er hin? Willst du dich jetzt von hinten anschleichen, du Pisser? Oh ne, schon tot, okay. Wo sind noch welche? Rechts? Ja. So. Haben wir erstmal alle? Ja, nein. Ja, nein. Wäre auch zu schön gewesen. Boah. Kommen aber halt echt schon übertrieben viele Gegner, ne? Ist halt irgendwie ein bisschen unnötig gerade, aber ja. Finde ich auch ein bisschen schwachsinnig, aber. Naja. Weil ich sag nicht, wir müssen einfach wieder durchlaufen, so wie gerade. Ansonsten spawnen unendlich viele. Das wäre ja auch irgendwie Quatsch. Was ist er denn? Da. Ja, komm her. Na, jetzt haben wir ihn. Können wir jetzt einfach durch? Alles voll, alles voll. Nö, die konnten wir aufsammeln, sehr gut. So, wo geht's lang? Da. Oh, haben wir es jetzt. Was? Hier lang. Okay, haben wir es jetzt geschafft? Sieht ganz so aus. Ich glaube, wir holen auf. Sehr gut. Dann schnell hinterher. Versuchen wir es da lang. Wo gehen wir hin? Hauptsache so weit weg wie möglich. Wo sind sie? Gehen wir weiter. Sie müssen weiter vorne sein. Für die einfach da langtrotten. Weiche in den peitschenden Weiden aus. Was? Hat ja gut geklappt. Aua. Wie kann man denn ausweichen? Man kann ausweichen in dem Spiel? Wir rennen einfach durch. Gar kein Problem. Schafft ihr das auch, ihr beide? Wo seid ihr? Ich glaube, wir sind durch. Oh nein, was sind jetzt schon wieder? Oh mein Gott, von wo denn? Oh, joi. Das ist ja echt nur noch ein Rumgeballer jetzt hier, ey. Eieiei. Haben wir hier irgendwas Schönes? Nö. Keine Sammelobjekte, nirgendwo. Traurig. Ist ja traurig. Ah, hier mal was. Geht doch. Potter Watch Passwort. So, drücke Start. Sammelobjekte. Potter Watch. Oh nein. Ich will zum Potter Watch. Eine geschmacklose Ernennung. Fox! In unseren neuesten Nachrichten für alle, die außer Reichweite und auf der Flucht sind und sich für Hogwarts nur Gutes wünschen, haben wir schlechte Neuigkeiten. Oder alle, die lieber sauberes Haar mögen. Severus Snape wurde zum Schulleiter von Hogwarts ernannt. Wir raten allen Schülern, keine unüberlegten Antworten zu geben, da wir gehört haben, dass Schnuddelus Snape eine Reihe Todesser zur Beaufsichtigung der Disziplin an der Schule beauftragt hat. Es herrschen wirklich schlimme Zeiten. Und nicht nur Hogwarts leidet.
Die neue Ordnung der Zaubererwelt hat auch schlechte Auswirkungen auf das Leben der Muggel. Die Muggel wissen nach wie vor nicht, wer für ihr Leid verantwortlich ist, während sie weiter schwere Verluste zu beklagen haben. Allerdings hören wir laufend wirklich inspirierende Geschichten von Zauberern und Hexen, die sich selbst in Gefahr bringen, um befreundete oder benachbarte Muggel zu schützen, häufig ohne, dass die Muggel davon wissen. Ich möchte an alle unsere Hörer und Hörerinnen appellieren, sich an ihnen ein Beispiel zu nehmen und vielleicht einen Schutzzauber über jedes Muggelhaus in ihrer Straße zu legen. Viele Leben könnten gerettet werden, wenn solche einfachen Maßnahmen ergriffen würden. Und was würdest du den Hörern sagen, die darauf antworten, dass in diesen gefährlichen Zeiten Zauberer zuerst gelten sollte? Ich würde sagen, dass es nur ein kleiner Schritt von Zauberer zuerst bis Reinblüter zuerst und dann zu Todessern ist. Wir sind alle Menschen, oder? Jedes Menschenleben ist gleich viel wert und schützenswert. Hervorragend gesagt. Und für alle, die Hogwarts frei von Todessern sehen wollen und die, die der Meinung sind, Muggel müssen geschützt werden, gebt aufeinander Acht. Lasst nicht locker und helft Harry Potter. Ja, und wir schlagen vor, dass ihr eure Treue zum Mann mit der Blitznarbe weiterhin zeigt, indem ihr Potterwash. Nice. Mal endlich was gefunden, aber ich hätte mich auch mal wieder bei so einem Symbol der Heiligtümer des Todes gefreut oder so. Aber haben wir bis jetzt nur ein einziges gefunden von angeblich 10 und wir haben locker schon die Hälfte des Spiels hinter uns oder so. Glaube ich. Was war nach der Nummer im Ministerium? Ich musste uns vom Grimoldplatz desapparieren. Jetzt, wo sie wissen, dass wir dort waren, werden sie versuchen, die Schutzzauber zu durchbrechen. Ist schon in Ordnung. Wir mussten fliehen. Du hast getan, was getan werden musste. Und natürlich... Diese Passage geht hier noch 5 Stunden weiter. Dann haben wir natürlich noch nicht die Hälfte des Spiels geschafft. Wo? Oh. Ich dachte, da wäre wieder einer appariert. Haben wir alles voll? Haben wir alles voll, okay. Kommen wir irgendwie da hoch? Bestimmt. Ah! Super! Zack, auf den Hinterkopf. Upsi. Ach, wir müssen sogar da hoch, oder was? Stärkungszauber aufgenommen, nice. Okay, was ist da noch? Instant Finsternispulver. Okay. Mussten wir jetzt am Ende sogar hier hoch? Nee, ne? Explosiven Trank. Karottengas. Acht von 10... 10 von 10, 10 von 10, 6 von 10. Wird direkt vor unsere Nase appariert. Das war gar nicht der richtige Weg hier lang. Hier ging es nur hoch, um das Finsternispulver zu bekommen. Okay. Ah ne, Moment. Scheiße, wir mussten doch hier hoch. Aber heißt das dann, dass wir da irgendwie noch ein Sammelobjekt übersehen haben? Vielleicht. Ist mir aber jetzt auch egal. Ah ne, guck mal, wir kommen hier wieder runter, oder? Der lebt immer noch. Alter, hau mal ab. So, wo bist du da? Okay. Alter, Ron, weg. Hier kommen wir aber auch runter. Von wo? Hä? Achso, aber über die Fässer konnten wir jetzt einfach rüberlaufen. Ja, gut. Macht auch Sinn. Wo ist er denn? Da. Ach, das ist Ron. Gegen wen kämpfst du denn da? Aha. Super.
Wo ist er hin? Als ob die den verjagt haben. Glaubt ihm kein Wort. Doch, der ist weg. Krass, ihr könnt ja doch ein bisschen was. Cool. Okay. Gucken wir nochmal, ob wir hier noch ein Sammelobjekt haben. Komm schon, lass mal hier irgendwas sammeln können. Au, ey. Sag mal. Ey. Ich dachte, das ist hier nur was zum Sammeln. Yo, hier geht's doch gar nicht lang, oder doch? Ey. Aufhören. Heilige Scheiße. Ich dachte, One ist... Oh, One Werf. Alter, hallo. Will man hier einfach nur mal entspannt hin, um zu gucken, ob es da mal ein paar Sammelobjekte gibt. Und man denkt eigentlich, der richtige Weg wäre in die andere Richtung. Und jetzt spawnen da doch wieder 12.000 Gegner? Wo geht's denn überhaupt lang? Doch in die Richtung. Nee. Ja, hier lang. Okay. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Komm, wir gehen. Egal. Scheiß auf die Sammelobjekte. Sind wir zu doof hier zu suchen und zu riskieren, dass nochmal 100.000 Gegner spawnen. Alter! Voll an einer Klatsche hier oder was? Piss dich. Oh. Yo! Wo ist er denn? Hä? Lol, ach, ach doch, da oben. Super. Yo, da muss man halt auch erstmal wissen. Hör mal auf. Hier kann man noch lang. Nö. Unsichtbare Wand schon wieder. Okay. Junge. Von wo? Von wo? Ach, da! Super. Ich hab den ja gar nicht gesehen. Die versteckt sich aber guter Aussichtspunkt da oben. Boah, wie lange geht das denn noch? Alter. Hätte ich das aber immer so übertreiben müssen. Dann wäre das, keine Ahnung, mal so. Ein paar Gegner mal kommen, dann ist doch gut, aber irgendwann reicht's auch. Heiliger. Vor allem, je mehr Gegner, desto besser wird's ja nicht. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Warum man das so übertreiben muss. Aha, ein Sammelgegenstand. Klitterer ist ja herrlich. Oh, nicht Butterwatch, Klitterer. Aber die können wir trotzdem irgendwie nie angucken. Oder haben wir schon so viele verpasst, dass die hier unten erst sind? Oh, tatsächlich. Zauberer belagern Gringotts. Der Leitartikel warnte, dass in Gringotts ein Machtkampf stattfindet und weil viele Kobolde keine Zauberer als Meister annehmen, sind sie gegen eine solche Kontrolle über ihre Bank. Oh, das ist schon der letzte Klitterer. Lul, okay. Magischer Rundfunk durch Übertragung aus dem Untergrund gerettet? Hierbei handelt es sich um eine Zeitungskolumne, in der es um die vermeintliche Existenz einer inoffiziellen Sendung im magischen Rundfunk geht. Die Hörer werden gebeten, möglichst vielen Potter-Befürwortern das Hören des Senders zu ermöglichen. Gibt's es zu, du magst sowas? Nee. Ach, tatsächlich nicht, nee. Das hat mich schon, weißt du, nee. Das hat mich ja schon bei Uncharted echt gestört, muss ich sagen. Also, manchmal ist weniger halt echt mehr, ne? Und, keine Ahnung, wenn du hier halt dann anstatt 10 Minuten eine Dreiviertelstunde rumläufst und einfach nur Gegner besiegen musst, irgendwann ist dann so... Bei mir zumindest. Nee. Mag ich nicht wirklich, wenn sie es so übertreiben.
Folge Dean Thomas. Oh, immer noch. Harry Potter, Harry Potter. Ihr Zauberer redet von nichts anderem mehr. Aber wenn man dem Tagespropheten Glauben schenken kann, solltet ihr euch nicht zu sehr auf ihn verlassen. Man sollte nicht alles glauben, was im Tagespropheten steht. Versuch es mal mit dem Klitterer. Da steht die Wahrheit drin. Super! War das jetzt schlau? Wirklich gut treffen tun die aber auch nicht. Mehr Shooterspiele für Marvin. Ja, an Shooterspielen habe ich ja nichts gegen. Nur, wenn das halt dann so ein richtig krasse Gegner-Gespamme ist, dann ist das halt auch irgendwie doof. An und für sich mag ich Shooter-Games. Nur, die müssen halt dann auch gut sein. Hier ist noch was. Tagesprophet. Da haben wir wieder so viel Also, zwischen dem letzten Tagespropheten und dem jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tagesprophet-Artikel verpasst. Das war doch jetzt gar kein... Hä? Egal. Zauberer retten Gringotts. Ein Artikel darüber, dass Gringotts sich nun, zumindest teilweise, unter der Kontrolle der Zauberer befindet. Der Gemeinschaft der Zauberer wird versichert, dass ihre finanzielle Zukunft nun gesichert ist. Ah ja. Ah ja. Wir werden auch in Zukunft jetzt demnächst mal wieder ein paar mehr Shooter-Games spielen, so Story-Shooter-Games. An und für sich mag ich Shooter. Also was heißt Shooter? Ich glaube, was ich erstmal nach Harry Potter spielen werde, ist, glaube ich, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich glaube, wir werden, also na klar, nach dem Teil, ne, spielen wir noch Heiligtümer des Todes Teil 2, das ist dann aber der letzte Harry Potter Teil. Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich will halt danach nochmal irgendwie anderes PlayStation 2 oder PlayStation 3 Spiel oder sowas spielen. Ich bin irgendwie dafür, oder habe ich so mal im Kopf bekommen, vielleicht mal mit Ratchet und Clank anzufangen. Ich glaube, ich habe mal Bock, Ratchet und Clank da mal wieder zu spielen. Aber das letzte Mal, als wir das gespielt haben, ist ja schon Jahre her. Was? Nicht besiegen, aber du konntest sie lähmen, okay. Dann könnten wir vielleicht mal Ratchet und Clank oder sowas spielen. Ich glaube, da hätte ich mal Bock drauf. Ja, aber wir können sie lähmen. Lähmen machen wir mit Ganzkörperflug. Hier mit, ne? Oder? Okay, mit Pacificus Totalis können wir sie nicht lähmen. Impedimenta? Bewegungsunfähig. Ah, okay. Ja, okay, wo müssen wir denn aber hin? Müssen wir da durch? Ja, müssen wir. Impedimenta! Ah! Ah! Oh mein Gott. Ah! Okay. Lass mich hier durch. Impedimenta! Pisst euch! Wohin? Wo lang? Ah! Jetzt, wir sitzen in der Falle. Wo müssen wir hin? Okay, da lang. Was ist los mit dir? Nicht. Warum bist du dann so mürrisch? Ist so. Ich hab Hunger. So. Verstehe ich. Ich spiele zurzeit Ratchet & Clank Rift Apart. Ah, das ist der für die PlayStation 5, der ganz neue, ne? Der ist ja im Premium, in unserem Abo auch mit drin, ne? Ja, ich würde dann mit Ratchet & Clank 1 für die PlayStation 2 halt anfangen. Also die ersten drei Teile, ne? Ratchet & Clank 1. Hä, wo lang? Wie lang? Ratchet & Clank 2 und Ratchet & Clank 3. Die sind ja alles drei Teile für die PlayStation 2 damals gewesen. Ach, das sind wieder jetzt Greifer, okay. Dann würde ich damit mal anfangen. Und dann, je nachdem wie viel Spaß uns das dann so gemacht hat und wie gut das ist so, muss ich mir dann halt die nächsten Teile auch mal kaufen, die dann ab Ratchet & Clank 4, ich weiß nicht genau, wie Ratchet & Clank 4 heißt, der vierte Teil. Den habe ich auch aktuell noch nicht, aber den kann ich ja bis dahin besorgen, sollte kein Problem sein. Ja, das ist dann ja aber ein PlayStation 3 Spiel und das ist ja auch kein Thema, das können wir ja auch locker spielen. Aber ich glaube, ich hätte mal auf Ratchet & Clank Bock. Sind auch einfach geile Spiele, ne? Kann man auch einfach nichts gegen sagen.
Hä? Komm ich nicht. Was? Muss ich jetzt hier drauf rumlaufen oder was? Hä? Wie komme ich jetzt darüber? Hä? What the fuck? Wieso kommt der denn da jetzt nicht rüber? What the fuck? Okay, Moment. Hallo? Und wie ist der Teil, Serena? Gefällt er dir? Macht das Spaß? Hä? Müssen wir den Zaun weg explodieren hier oder was? Wir können gar keinen Confringo. Auch gut. Hm? Geil sind die Rayman-Teile. Rayman habe ich ja schon mal gespielt. Ja, macht Spaß. Echt cool. Okay. Rayman habe ich schon mal gespielt. Hallo, ich will doch nur hier rüber. Wo ist denn das Problem? Oh. Okay. Anscheinend gibt es kein Problem. Ich habe, welche Raymans ich schon gespielt habe, sind Rayman Legends und Rayman Origins habe ich schon gespielt. Wir können aber auch, habe ich mir auch letztes Mal hier besorgt, warte mal den Teil spielen. Wo ist er? Ah, da. Den habe ich noch nie gespielt, glaube ich. Habe ich auch letztes Mal gesagt, für die PlayStation 1. Der allererste Rayman-Teil. Ist auch ein 3D-Jump'n'Run, so wie das hier nach den Bildern aussieht. Den könnten wir auch einfach mal anzocken. Irgendwann mal. Und dafür haben wir die ganzen Spiele ja geholt, damit wir die irgendwann mal spielen können. Rayman 2 gibt es, glaube ich, auch noch für die PlayStation 1 und glaube, ab dann sind die Raymans, glaube ich, auch für die PlayStation 2. Für die PlayStation 2 oder so. Aber die kann man sich ja alles besorgen, ist ja alles kein Problem. Aber wie gesagt, ich glaube, ich hatte jetzt erstmal so, weiß nicht, so überlegt, vielleicht nach Harry Potter Ratchet und Clank anzufangen. Aber mal gucken. Ich habe noch so viele andere Spiele, die ich alle spielen will, das ist so krass. Also, wir werden auf jeden Fall niemals, oder ich werde auf jeden Fall niemals in den Fall kommen, wo ich hier sitzen werde und mir so denken würde, so, ich weiß nicht, was ich spielen soll, ich habe gar keine Ahnung, ich habe gar keine Spiele, also in diese Situation werde ich niemals kommen. Bei den, ja, mittlerweile locker bestimmt tausenden Spielen, die ich habe. Und das ist nicht übertrieben mit Tausenden, tatsächlich. Super! Ich habe sogar so viele Spiele, ich glaube, ich werde die nicht mal alle spielen können überhaupt. Aber ich hoffe, die meisten zumindest. Hallo, Ron! Was ich auch schon immer mal spielen wollte. Ich kenne das Spiel aber so an für sich gar nicht. Es sah halt nur echt mega nice aus. Deswegen habe ich es mir auf der Switch mal gekauft, als es mal im Angebot war für nur ein paar Euros oder so. War echt nicht teuer. Blossom Tale und Blossom Tale 2 habe ich mir auch mal gekauft. Die sahen mega cool aus, die Spiele. Ich habe aber gar keine Ahnung von denen. Ich habe noch nie wirklich Gameplay oder so davon gesehen. Immer nur Trailer oder so. Aber die sahen auch super spaßig aus. Ja, was? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Wo geht's lang? Hier lang, okay. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer irgendwie nur hin und her laufe. Ganz komisch. Die hast du auch schon beide gespielt? Und wie sind die? Sind die gut? Machen die auch Spaß? Die Serena hat schon alles gespielt, was ich vorhab zu spielen. Ist ja Wahnsinn. Schießt euch. Ich mache einfach hier Dauerfeuer und lauf hier durch. So funktioniert das nämlich. Seht ihr? Beste Taktik.
Hier ist noch was. Hier lang. Sind wir jetzt hier bald mal durch? Ich hoffe. Wir sollten mit Dean sprechen.